So, wir wollen uns mal den Atomaufbau anschauen. Wie sind also Atome aufgebaut? Wo befinden sich die Elektronen? Wo befinden sich die Protonen? Und wo befinden sich die Neutronen? Und was hat das Ganze mit dem Periodensystem der Elemente zu tun? Zunächst einmal schauen wir uns mal ein Atom an. Ich glaube, es ist inzwischen jedem klar, dass die positiven und die neutralen Teilchen im Kern sitzen. Ich zeichne den Kern mal rot. Das soll also der Kern sein. Und da sind die positiven und die neutralen Teilchen drin. Um diesen Kern herum gibt es Schalen, die zeichne ich weiß. Und auf diesen Schalen befinden sich Elektronen. Die Elektronen sind negativ geladen, deswegen werden sie so abgekürzt. Die Protonen sind positiv geladen und deswegen werden sie so abgekürzt. Und die Neutronen sind neutral und so werden sie abgekürzt. Die Anzahl der Elektronen in einem Atom ist immer gleich der Anzahl der Protonen. Habe ich zum Beispiel vier Elektronen in einem Atom, so muss ich auch vier Protonen haben. Da muss also immer ein Gleichgewicht herrschen, denn sonst wäre ja das Atom nach außen nicht neutral, sondern sie wäre dann geladen. Also habe ich 20 Elektronen, habe ich auch 20 Protonen, habe ich 5 Elektronen, habe ich 5 Protonen. Umgekehrt natürlich genauso, habe ich 10 Protonen, habe ich auch 10 Elektronen. Die Anzahl der Neutronen variiert. Kommt auch mal vor, dass ein Element keine Neutronen hat, wie zum Beispiel das Wasserstoff. Und das ist, wie gesagt, immer unterschiedlich und auch innerhalb eines Elementes kann sich die Anzahl der Neutronen ändern. Das sind dann die sogenannten Isotope, aber darauf wollen wir jetzt noch nicht eingehen. Die Elektronen verteilen sich also auf die Schalen, die zeichne ich mal jetzt orange. Und die innerste Schale eines Atoms kann immer nur zwei Elektronen aufnehmen. Also die innerste Schale ist die K-Schale. Man fängt also bei dem K an, wenn man die Schalen bezeichnet. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Aber die erste Schale ist die K-Schale und sie kann nur zwei Elektronen aufnehmen. Die zweite Schale ist die L-Schale. Die kann maximal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elektronen aufnehmen. Also die L-Schale kann 8 Elektronen aufnehmen und die M-Schale maximal 18 Elektronen. Ist aber die M-Schale die letzte Schale, dann kann sie auch nur maximal 8 aufnehmen. Das gilt genauso dann für die N- oder für die O-Schale. Ist eine Schale die letzte Schale im Atom, dann kann sie maximal nur 8 Elektronen aufnehmen. So, was hat das Ganze jetzt mit dem Periodensystem der Elemente zu tun? Mit Hilfe des Periodensystems kann man ganz einfach die Verteilung der Elektronen nachvollziehen. Hier gibt es auch Angaben darüber, wie viele Elektronen, Neutronen und Protonen ein Element hat. Greifen wir uns mal ein Element raus. Nehmen wir mal hier zum Beispiel N wie Stickstoff heraus. Das N hat unten die Zahl 7 und oben die Zahl 14. Das hat folgende Bedeutung. Die untere Zahl ist die Anzahl der Protonen. Also das hat 7 Protonen. Und da die Anzahl der Protonen gleichzeitig die Anzahl der Elektronen sind, haben wir auch 7 Elektronen. Es gibt also 7 Protonen und 7 Elektronen. Die obere Zahl gibt einfach an das Atomgewicht. Und beim Atomgewicht muss man wissen, dass das Gewicht eines Atoms aus der Anzahl der Protonen plus der Anzahl der Neutronen besteht. Aus der 7 hier unten wissen wir, dass ein Stickstoffatom 7 Protonen hat, also 7 P plus. Und wie viel fehlen dann bis 14? Das sind 7, das heißt, es müssen auch 7 Neutronen vorhanden sein. Das zusammen ergibt 14 und das ist das Atomgewicht hier oben. So kommt man also immer auf die Zahl der Elektronen, auf die Anzahl der Protonen und auf die Anzahl der Neutronen. Machen wir mal ein anderes Beispiel.
Ich radiere mal alles weg. Dann gucken wir uns mal an, welches Element wir uns jetzt anschauen. Schauen wir uns mal das Calcium an. Calcium. Unten die Zahl ist 20, oben die Zahl ist 40. Die obere Zahl hat Nachkommastellen. Was es damit auf sich hat, machen wir auch später. Das soll jetzt nicht Thema sein, um uns zu verwirren, sondern wir nehmen nur die ganzen Zahlen für die Massenzahl. So, hier haben wir unten 20. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass ich 20 Protonen habe. Und das ist ja auch gleichzeitig die Anzahl der Elektronen, also habe ich auch 20 Elektronen. Dann habe ich hier oben die Atommasse. Die Atommasse besteht, wie wir wissen, aus der Anzahl der Protonen und Anzahl der Neutronen. So, die Anzahl der Protonen wissen wir aus dieser Zahl, also 20 Stück. 20 Protonen, das können wir jetzt hier hinschreiben, das sind also 20 Protonen. Und bis 40 fehlen weitere 20. Es gibt auch 20 Neutronen. Somit habe ich also die Anzahl der Neutronen, Protonen und Elektronen herausgefunden. Wir sehen hier, es ist jetzt zufälligerweise so, dass ich immer gleiche Anzahl wie von Protonen und Neutronen und Elektronen habe. Das ist aber nur ein Zufall, es kann auch manchmal anders gehen. Als Beispiel dafür schauen wir uns mal das Fluor an. Mal alles wegradieren hier. So, Fluor ist hier und hat unten eine 9 und oben eine 19. So, jetzt müsste das eigentlich relativ zügig und einfach gehen. Das ist die Anzahl der Protonen. 9 Protonen haben wir hier und genauso viele Elektronen immer. Ja, die Anzahl der Neutronen und der Protonen ist immer gleich. Und hier oben haben wir die Atommasse. Sie besteht aus der Anzahl der Protonen plus der Anzahl der Neutronen. So, wir haben 9 Protonen. Das wissen wir hier aus der unteren Zahl, also kommt bei der Protonenzahl 9 hin. Jetzt ist die Gesamtmasse 19, bis 19 fehlen 10, also müssen 10 Neutronen sein. 9 Protonen plus 10 Neutronen machen zusammen 19 und das macht die Atommasse aus. Also so kriegt man dann die Anzahl der Elektronen und der Protonen raus. So, wir kommen jetzt zu einer weiteren Besonderheit des Periodensystems. Man kann mit Hilfe des Periodensystems nämlich die Verteilung der Elektronen ganz leicht herausfinden, in welche Schale sind wie viele Elektronen. Ich mache mal hier erstmal alles weg, obwohl die KLM-Schale brauchen wir. Schreibe ich nochmal hin. Und wir schauen uns mal, wie so ein Periodensystem aufgebaut ist. Da sehen wir, dass hier oben, ne, hier oben sind römische Zahlen. Das haben wir auch hier. Das haben wir auch hier und hier und hier und hier und so weiter. Wir haben also ganz viele römische Zahlen. Was bedeuten sie? Die römischen Zahlen, wie 1, 2 oder 3, sind die Anzahl der Außenelektronen. Anzahl der AE für Außenelektronen. Das heißt, in der Gruppe 3, also man nennt das dann Hauptgruppen, zum Beispiel hier, darunter steht das Bor. Das Bor hat 3 Außenelektronen. Also auf der letzten Schale von Bor sind 3 Außenelektronen. Auf der letzten Schale von Aluminium sind auch 3 Außenelektronen. Auf der nächsten Schale von letzten Schale von Gallium sind auch 3. Auf der letzten Schale von Indium sind 3 Außenelektronen. Das alles sehe ich aus der Anzahl oder aus der Gruppennummer, die in römischen Zahlen angegeben wird.
Also zum Testen hier nochmal die zweite Hauptgruppe. Darunter ist das Beryllium. Beryllium hat 2 Außenelektronen. Magnesium hat 2 Außenelektronen. Calcium hat 2 Außenelektronen. Strontium hat 2 Außenelektronen. Also anhand der Hauptgruppe, die in römischen Zahlen oben drüber stehen, kriegt man die Anzahl der Außenelektronen raus. Bei den Hauptgruppen. Hier zwischen haben wir 3a, also ich zeichne das mal hier mit den Pfeilen, damit man das besser sehen kann. Da haben wir 3a, 4a, 5a, 6a und so weiter. Was es damit auf sich hat, das lassen wir außen vor. Das ist Stoff der Oberstufe. Da muss man dann mit einem anderen Modell arbeiten. Für die Mittelstufe reicht es erstmal aus, dass man die Hauptgruppen, und zwar die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Hauptgruppe kennt und die Bedeutung der Gruppennummer dann versteht. Dann ist in jedem Periodensystem noch Folgendes mit drauf. Das ist bei mir hier leider nicht drauf gekommen. Links stehen so Zahlen wie hier 1, 2, 3, 5, 6 und 7. Die Zahlen links, die ich angeschrieben habe, die nennt man Periodennummer und die Periodennummer gibt an, wie viele Schalen ein Element hat. Zum Beispiel habe ich hier eine 2, das heißt alle Elemente, die in dieser Zeile sind, haben 2 Schalen. Zum Beispiel das Lithium, das Beryllium hat 2, Bor hat 2 Schalen, Kohlenstoff hat 2 Schalen und so weiter und so fort. Oder hier bei der 5, das bedeutet Rubidium hat 5 Schalen, Strontium hat 5 Schalen, das Indium hat 5 Schalen und so weiter und so fort. Das heißt, die Nummern, die links anstehen und in den Ziffern geschrieben sind, wie wir sie kennen, also die Nummern, die links daneben stehen und in arabischen bzw. in lateinischen Ziffern angegeben sind, bedeutet immer die Anzahl der Schalen, die ein Element hat. Nochmal hier unten, die Nummern, die in dieser Farbe geschrieben sind, das bedeutet, es hat 5 Schalen. So, wie können wir Informationen daraus gewinnen? Ganz einfach, wir schauen uns mal jetzt hier nochmal ein Element an. Ich mache aber erstmal alle Markierungen weg, damit wir da auch übersichtlich arbeiten können. Wir schauen uns mal jetzt folgendes Element an. Nehmen wir mal an, das Magnesium. So, Magnesium ist in der zweiten Hauptgruppe. Das heißt, Magnesium hat, ich mache erstmal hier auch noch mal ein bisschen Platz. So, nochmal. Magnesium ist in der zweiten Hauptgruppe. Das bedeutet 2 Außenelektronen. Also die zweite Schale, das was auch die letzte Schale ist, hat 2 Elektronen. Und Magnesium hat insgesamt 3 Schalen. So, da die ersten beiden voll sein müssen, damit die dritte Schale überhaupt Elektronen aufnehmen kann, bedeutet, dass Magnesium in der ersten Schale 2 Elektronen hat, in der zweiten Schale 8, die müssen ja voll sein, und in der letzten Schale hat es 2 Außenelektronen. Das wissen wir aus dieser Information. Magnesium ist in der zweiten Hauptgruppe und hat in der letzten Schale somit 2 Außenelektronen. Das heißt, die dritte und letzte Schale hat somit 2 Elektronen. So, wie viele Elektronen haben wir zusammen? Das heißt, Magnesium hat insgesamt 12 Elektronen. Und wenn wir uns das mal hier angucken, Magnesium hat hier unten als Zahl die 12 stehen. Und das heißt ja die Anzahl der Protonen und der Elektronen. Und somit kommen wir also auf die 12 Elektronen und wissen, wie sie im Atom verteilt sind. Weil das so schnell ging, machen wir noch eine Übung.
Ja, welches Element sollen wir uns jetzt angucken? Wir schauen uns jetzt mal das Schwefel an. So, in welche Hauptgruppe ist Schwefel? Das gucken wir uns mal die römische Zahl an, unter der Schwefel steht. Das ist hier die 6. Das heißt, Schwefel hat 6 Außenelektronen. Also die letzte Schale von Schwefel hat 6 Elektronen. Wie viele Schalen hat Schwefel insgesamt? Da müssen wir mal in diese Zeile gucken und gucken und gucken. Und hier kommen wir bei der 3 an. Das heißt, es ist in der dritten Periode. Schwefel hat 3 Schalen. Die erste Schale kann ja nur 2 aufnehmen. Hat also 2 Elektronen. Die zweite Schale kann 8 aufnehmen. Sie ist auch gefüllt. Und die dritte Schale ist die letzte Schale. Und die dritte Schale hat 6 Außenelektronen. Das wissen wir aus der Hauptgruppe 6. Die Hauptgruppe sagt mir, dass es 6 Außenelektronen sind. Also die letzte Schale hat 6 Elektronen. Und wenn ich alle drei hier zusammenfasse, erste Schale plus zweite Schale plus dritte Schale, komme ich auf 16 Elektronen. Und das ist auch die 16 hier bei Schwefel. So kommt man also da drauf und kann dann genau sehen, wie die Elektronen verteilt sind. Und falls jemand dann noch ein bisschen Übung braucht, machen wir noch ein Element. Und schauen uns mal jetzt das Calcium an. So, Calcium hat 4 Schalen. Ja, das ist ein bisschen misslungen. Calcium hat also 4 Schalen, weil es ist in der vierten Periode. So, vierte Periode heißt 4 Schalen. So, die erste Schale hat 2 Elektronen. Die zweite Schale hat 8 Elektronen. Und die letzte Schale, die vierte Schale, hat, da guckt man bei Calcium auf die Periodennummer, Entschuldigung, auf die Hauptgruppennummer, also auf die römische Zahl, na, das ist dann so schwer hier. Also ich kreise das mal ein. Ja, die 2, die Hauptgruppennummer sagt, dass die letzte Schale, also die vierte Schale, 2 Elektronen hat. Wenn ich jetzt alle drei zusammenrechne, komme ich auf 10, 12. So, jetzt fehlt natürlich die dritte Schale. Wie viele Elektronen hat die dritte Schale dann? Der Rest bis zu 20 Elektronen, die Calcium hat, was wir hier unten sehen. Der Rest, das müssen wir dann noch ausrechnen. Ich habe also hier mit der ersten, mit der zweiten und mit der vierten Schale zusammen 12. Also muss die dritte Schale 8 Elektronen haben. So kann man also ganz schnell die Verteilung der Elektronen auf den Schalen herauskriegen.